So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Avatar. Im letzten Part haben wir uns für die Navi-Seite entschieden. Und nun reden wir mit ihm. Und springen erstmal gekonnt an ihm vorbei. Nein, so wollten wir das alles nicht. So. Wir haben keine Zeit. Wenn Falco die Stecker unserer Verbindungskammern zieht, ist es aus mit uns. Tanjala und ich werden einen Stoßtrupp leiten, um die Kammern sicherzustellen. Ich komme mit. Nein, sie würden uns nur aufhalten. Wir werden auf den Banshee fliegen. Diese Fähigkeit müssen sie erst von Beidamo lernen. Er ist der mächtigste Krieger der Tipani. Aber seien sie gewarnt, Beidamo empfängt Fremde nicht gerade mit offenen Armen. Wie bitte? Ich habe gerade mein eigenes Volk verraten, um hier zu sein. Dann wird er sie erst recht nicht mögen. Er hasst Verräter. Suchen Sie Marali auf. Sie ist Beidamos Partnerin. Sie wird wissen, was zu tun ist. Geht klar. Erste Eindrücke. Harper will, dass sie mit Marali sprechen. Und wo ist die? Cool, da unten sind Penner. Oh nein, das sind nur Wassersammler. Ah, jetzt können wir auch klettern. Vajahadorf. Hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Moin, moin. Was geht? Traumwandler, René Harper erzählt Gutes über dich. Aber ich fürchte, Beidamo wird sich nicht freuen, dich zu sehen. Beidamo? Ich muss mit ihm über eine Ikran sprechen. Dann musst du ihm ein Zeichen deines Respekts darbringen. Suche seltenes Feuerkraut. Nur dann wird Beidamo mit dir sprechen. Ziel erreicht und neue Ziele freigeschalten. Suche Feuerkraut. Oh yeah. Okay, das ist schwierig. Einfach mal. Nein, ich bin so ein Vollidiot. Danke, Lag. Egal. Landgebiet. Kletter mal hoch. Ja, ja. Interessiert mich wenig. Nein? Wie viel Feuerkraut brauche ich denn? Komme ich darüber? Nee, aber ich kann irgendwie den Müll hier abknallen. Aha. Ganz große Klasse. Oh, ich bin so schlecht. Hä? Wie die knallen. Da hinten sind Army-Soldaten. Ach, interessiert mich jetzt ein Scheiß. Ich will da jetzt hoch. Komm ich da wieder hoch? Ich denke nicht. Also tschüss. Ab in den Kampf. Weg mit euch. Alles Verräter. Nein, ich bin eigentlich der Verräter, aber... Ey, ich gehe jetzt nicht drauf. Stimmt, man kann auch Spezialfähigkeiten machen, wenn man auflädt. Aber das juckt mich hier wenig. Und ran. Oh je. Nein! Scheiß Lag. Raps, was willst du denn? So. Leck. Alter! Okay, noch einmal, dann schneide ich. So, ich habe das jetzt geschnitten, weil ich tausendmal verreckt bin. Also, beziehungsweise runtergefallen. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ich bin mächtig. Ja, super, was hilft mir das jetzt? Jetzt weiß ich halt, wo ich hin muss. Ganz große Klasse. Und Jumps. Pfeil und eine Zellprobe. Super. Ups. So, da hinten müsste jetzt irgendwo gammeln. Da hinten gammelt er. Nein, nicht runterfallen! Ich hasse dich! Oh, schade, ich kann dich nicht hauen. Etwas mehr Respekt, Mensch. Was soll das? Versuchst du dir mein Vertrauen mit dieser Gabe zu erkaufen? Wie, du magst die Blumen nicht? Ha, Tatut! Du sollst dein eigenes Volk betrogen haben, um hier zu sein. Wie schnell wirst du uns betrügen? Eine Gabe allein genügt nicht, mein Vertrauen zu gewinnen. Dein Volk greift uns mit brennenden Speeren an. Mit Raketen, wie du sie nennst. Wie Feiglinge werft ihr sie aus der Ferne. Sie werden vom Himmelsturm gelenkt. Du musst den Turm zerstören.
Finde Marali. Sie leitet den Angriff. Ich habe gesehen, dass die RDA Sprengstoff zurückgelassen hat. Wenn ich mehr davon finde, kann ich die beiden Türme ausschalten. So handeln nur Feiglinge. Ihr Menschen kämpft unehrenhaft. Geh, zerstöre die Türme, wie immer du es wünschst. Vergeltung. Beidamo hat ihn den Auftrag, zu Marali zurückzukehren. Dafür kriege ich 6000. Geil. 6000 für 20 Meter laufen. Beidamo wollte die Blumen nicht. Die gleichen Blumen waren sein erstes Geschenk für mich. Er würde es nicht zeigen, aber er weiß jetzt, dass du meinen Segen hast. Wir müssen den Himmelsturm zerstören und diese, wie nennst du sie, Splitter finden. Wirst du uns helfen? Diese Kisten sind Sprengstoff. Verstehst du? Bum bum. Ja, wir nennen ihn Xangdangang. Wir werden aus Stein Feuer machen. Moin moin, töten wir sie. Nein, das ist nicht so eine hässliche Sammelaufgabe. Ah nein, 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 ich muss da runter. Na gut. Übrigens will ich jetzt aber andere Waffen. Nein, nein, du. Okay. Kann ich einfach runterspringen? Ach egal. Ich bin jetzt mal Social Man. Und kletter, anstatt zu jumpen. Also dann. Zellproben. Sammle ich aber trotzdem, da ich leben will. Wie jetzt? Greifen Sie an! Ha! Witzlose Kinder. Ja, schießen gegen Steine. Bisschen zu witzlos. Darf ich jetzt mitmachen? Bitte, 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 bitte. Ja. Moin, moin! Und? Geht doch nach Hause! Hallo? Ich bin der Verräter, nur so zur Info, gell? Geht's alle so mit einem Schlag sterben und wie's lägt? Alter, warum leckt es denn? Was tue ich? Ich habe nichts Hintergrundmäßiges geöffnet. Eine Zellprobe. Stimmt, hat Avira sich wieder gemeldet. So, oh, wir sind ein Antivirenprogramm. Wir haben es nach einiger Zeit mal geschafft, was Sinnvolles hinzubekommen. Und deswegen müssen wir es ihnen sofort berichten. Oh, scheiße, das ist ein Hubschrauber. Und eine Supermarine Attack. Ach, das ist scheiße. Okay, die auszuschalten sind ziemlich knifflig. Mit 5 Frames vor allem. Oh. Und jetzt? Okay, ich cutte, bis dieser scheiß Lag weg ist. So, vielleicht geht's jetzt ja wieder. Einigermaßen. Eigentlich will ich ja nur den Sprengstoff mehr. Was willst du denn jetzt? Geh doch weg. Wo ist denn der Sprengstoff? Hallo? Wie, du greifst mich hier an? Wer erlaubt denn das? Geh mal nach Hause. Guck mal, ich kann sogar Pflanzen in die Luft schlagen. Ah, du bist tot. Hau ihn halt. Ja, ich will keine Zellproben. Wir Sprengstoff. Wo sind denn der? Hä? Ach, da oben. Kommt man da irgendwie hoch? Ja, hier. Bum, 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 bum. Aua, aua, aua. Wie jetzt? Ah. Aua. Ich bin fast down. Heil dich mal, Kumpel. Wow. Auf da jetzt. So, 3 Sprengstoff. Wo ist der 4.? Scheint noch weiter über mir. Geht's da weiter? Nee, aber da geht's wohl lang. Hä? Da hinten ist doch ein Sprengstoff. Wird mir zumindest so angezeigt. Hä? Ach, da drüben. Okay, dann werden wir jetzt mal Suizid begehen. Geronimo! Oh, weg mit dir. Du auch. So, 4 von 7. Komm her! Komm! Hau mal. R, ich habe eine Spezialfähigkeit, aber ich bin jetzt gleich down, das ist das Problem. Nein. Das
das war ein Cut. Ich bin gerade gestorben. Und jetzt habe ich nur noch zwei Zellen, die wir unten neben meinem Lebensanzeige sehen kann. Junge, nimm das jetzt. Ich habe F gedrückt. Ich habe geäfft. Okay. Weg mit dir. So, ich muss weiter vordringen. Ah, das sind noch mehr Zellproben. Bäh, das ist schon eklig so von einem Mensch. Was? Wie Munition aufgenommen? Geh mal weg. Das sind noch die schwächsten Soldaten. Da kommen bald so Flammenwerfer, heine Granaten, Schützen, Scharfschützen auch noch. Alter. Hau nicht. Du bist so ein Jude. Und sorry, aua. So. Und jetzt gibt's Rache. Alles nur wegen euch, ihr kleinen Dreckigen. Dafür klaue ich euch jetzt alles. So. Und dich hau ich jetzt kaputt. Okay, ich kann euch anscheinend nicht kaputt hauen. Seid froh, ich hätte euch in Grund und Boden gestampft. Hier unten oder oben lang, unten oder oben nach. Immer oben ist die bessere Lösung. Okay, böse Musik. Verenden, Ballons, ah. Und von uns recht. Die haben den Kran nicht abgeknallt. Ach egal. Oh, E-Krans. Mit sowas werden wir auch bald fliegen. Ja, wo sind denn jetzt meine TNT-Fässer? Da hinten definitiv nicht. Zell, ah, da oben. Ganz Sektorenherausforderung, der Oma. Ich schau euch was. Wie jetzt, da steht einer. Weg mit dir. 5. Whoops. 6. I'm coming von hinten. Nein, nicht pervers denken. So. Verpiss dich mal. Wo ist denn der letzte? Scheint irgendwo da hinten. Okay, es scheint wieder ruhig zu sein. Okay, fail. Ach, der knallt mich ab. Oh, das lässt er mal schön. Moin moin, Oldtimer. Ich bin nur 2 Meter größer wie du. Geht's hier irgendwie weiter? Anscheinend nicht. Da muss man doch irgendwie hochkommen, oder? Da ist doch was. Ich sehe das doch. Da ist ein toter E-Kran, geil. Darüber. Geht klar. Unten läuft das schon wieder. Wie das so läuft. Ein Granatenwerfer, ja? Ich will den abschlachten. Ich hau dem jetzt hier rüber rein. Hallo. Weg. Scheiße, Sturmgewehr. Ja Junge, was sind meine Leute? Boah, nein, solche Drohnen gibt's jetzt auch schon. Die sind nicht schön. Noch eine weitere Zellprobe. Und ab nach oben. Und ab nach oben. Schneller, Kumpel. Brauch noch eine Sprengstoffzelle. Ach du Scheiße. Aber nicht wieder Zwischensequenzen. Ach du Scheiße, das sind viele. Die knallen wir mal ganz schnell ab. Oh, 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 pass mal auf, Digga. Hinter dir ist ein mächtiges Geschütz. Pass. Pixeltot. Egal, ich werde euch rächen. Ich werde euch alle rächen. So. Dann wollen wir mal. Boah, wie die fetzen. Alter, ist das eine Knarre. Komm. Flieg mal. Ups. So. Könnt natürlich auch mit dem Bogen arbeiten, aber das interessiert jetzt hier niemand. Muss ich eigentlich hoch? Mir scheißegal, ob ich das muss. Ich gehe jetzt. Nein, nein, nein. Hier muss ich nicht lang. Hier ist nur ein Geschützturm. Da hinten. Soll ich den abknallen? Ja, aber es bringt mir wenig. Was willst du denn jetzt? Flieg von der Brücke, habe ich gesagt. Alter, du willst nicht anders. 49 Pfeile noch. Ist da irgendwas? Oh, nein, nein, nein! Down. Wir haben keinen Kontrollpunkt. Wo ist noch meine Kontrollpunkte? Hoffentlich bei der Zwischensequenz. Ja, ja. Knapp. So, da sind wir wieder. Kann ich auch eigentlich auch unten lang. Würde mir wenig
bringen. Oder? Naja, egal, runter. Leck, hör auf. Ja, dann hüpf halt. Sag mir nicht, ich stecke jetzt hier fest. Sag mir das jetzt nicht. So, ich bin nach etlichen Jahren rausgekommen. Ich brauche diese scheiß Zelle. Und die scheint über mir zu sein. Hallo? Lauf halt an Gras nicht vorbei, Mann. Was ist das für ein Müll? Wo bin ich jetzt? Anscheinend muss ich echt wieder hoch. Okay, dann gehen wir halt oben lang. Ja, da hinten ist immer noch die Zelle. Die kriege ich noch. Die kriege ich noch. So, jetzt gehen wir ganz zivilisiert darunter, ohne zu sterben. So. Und ganz gezivilisiert. Ah! Euer scheiß Drohnen, verpisst euch! Ja, F zum Erholen, F. Ich habe gelb. Und da ist der letzte Sprengstoff. Du gehst jetzt mal nach Hause. Ah. Und kap. Boom. Ach, scheiße. Verpiss dich. Oh. Raketen. Sind unter Beschuss. Da hinten stehen sie. Da, da. Weg mit. Noch irgendwo? So, du scheiß Helikopter, du kannst nach Hause gehen. Baller dich jetzt. Scheiße. Okay. Erstmal die Billigsoldaten ausschalten. Nein, 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 du Scheißdrohne. Nein. Heil dich. So. Da hinten sind auch noch meine Soldaten, was die irgendwie nichts machen. Ah, warte, 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 warte. Hier gibt keine mehr Munition. Okay. Zack. Zack. Und zack. Was bunch die Ehrenaufgabe? Okay, wir stürmen anscheinend. Das wird einfach. Eine für alle. Und alle für mich. Wie, ich werde abgeknallt. Von was denn? Von dir. Ah, ist los. Okay, ich bin tot. Heil dich und verpiss dich. Verpiss dich, habe ich gesagt. Such Schutz. Nein, der trifft mich hier. Ach, du bist das. Okay, du bist es nicht, aber... Junge, oh, schon wieder drauf gegangen. Okay, wie oft gehe ich denn hier drauf? Ist ja nicht mehr schön. Such mal Schutz. Oh. Okay. Verpisst. Du fliegst jetzt auch gleich runter. Alter. Geh nach Hause. Was muss ich denn zerstören? Ich glaube auch was, nein. So. Wieder lebt. Vielleicht sollte ich mich auch nicht treffen lassen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen schlau. Vielleicht hier. Ja, von hier kriege ich dich auf jeden Fall. Hallo? Wieso triffst du denn nicht? So. Okay, ich muss diesen scheiß Turm zerstören, aber wo? Ah ja, da vorne. Stimmt, da vorne war ja was. So. Jetzt gibt's bum bum. Pixel Gebäsche. Ja, ist klar. Mit Bedaimo sprechen. Naja, mit ihm sprechen wir erst im nächsten Part. Ciao.